Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 6. Juni 1954. Heute vor 65 Jahren wurde im deutschen Fernsehen zum ersten Mal eine Eurovisionssendung ausgestrahlt. Norbert Kunze. Ein wahrhaft prachtvoller Anblick. Abertausende Narzissen in voller Blüte überdeckten wie ein Teppich die liebreizende Landschaft am Genfer See. Das zeichnete Montreux schon seit der Belle Époque aus. In einer Ausgabe der Schweizer Hotelrevue hieß es im Mai 1901: Immer und immer wieder erquickt sich das Herz an der wechselnden Farbenpracht. Dass sich der Rest Europas auch an dieser Pracht erfreuen konnte, wenn man denn einen Fernseher bereits besaß, war der Europäischen Rundfunkunion, kurz EBU, zu verdanken. Deren Einrichtung zum Austausch von Programmen übertrug das Narzissenfest unter dem Namen Eurovision mit würdevollem Tamtam. Das Präludium des Te Deum von Marc-Antoine Charpentier. Die Erkennungsmelodie der Eurovision steht bis heute für Lagerfeueratmosphäre vor dem Fernseher und aufregende Abende im familiären Wohnzimmer. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Abendprogramm der ARD. Vom Norddeutschen Rundfunk sehen Sie gleich das große internationale Quiz mit Teilnehmern aus 8 Ländern. Im Laufe der vergangenen 65 Jahre bot die Eurovision eine Menge Anlässe für europaweite kollektive TV-Erlebnisse. Allen voran Kuhlenkampfs Quiz EWG. Einer wird gewinnen. Es ist ein angenehmes Gefühl zu denken, so von der tschechischen Grenze bis rin ins Elsass und runter nach Oberitalien und die Schweiz nach Jugoslawien rein, sitzen jetzt viele Millionen Menschen und hören sich dieses mehr oder weniger an. Oder die Show Spiel ohne Grenzen, die wir als Beitrag des Westdeutschen Rundfunks im Rahmen der Eurovision von der Insel Sylt übertragen. Der vereinende europäische Gedanke stand stets im Vordergrund. Auch bei Wünsch dir was, Wetten das oder zahlreichen Sondersendungen. Viel Spaß mit 33 Top-Interpreten und ihren 62 heißen Titeln in Stereo. Eurovisionsmusik ab! Genau, die kennen wir ja. Was wir ebenfalls allesamt kennen, ist natürlich der Song Contest der Eurovision. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia. Moderator Lohengrin Filippello bei der ersten Ausgabe aus Lugano, ebenfalls in der Schweiz, dort, wo alles begann, mit der ersten Live-Ausstrahlung der Eurovision, heute vor 65 Jahren. Diese Sendung wird in Stereoton ausgestrahlt. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.